Beast! Wood! Fire! Fire burns wood! Battle Beast! Fire! Water! Water puts out fire! Battle Beast! Water! Wood! Wood beats water! Battle Beast! Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. Hallo und willkommen zu Battle Beast Arena, dem Format, wenn es sich um meine Battle Beast Sammlung dreht. Es gibt News, es gibt Updates, ja, was ich Neues in der Sammlung habe. Es wird jetzt alles hier drin zusammengefasst. Ja. In meinem letzten Video über meine Battle Beast Sammlung, die ich komplett habe, oder wo ich gesagt habe, Battle Beast komplett, hier verlinkt, habe ich euch gezeigt, dass ich von der Serie 1 bei, ja, alle meine 28 Figuren zusammen habe. Noch nicht mit Waffen. Und deswegen stehen hier meine Kampflosen. Also die möchten gerne in den Kampf ziehen, meine Battle Beasts hier. Bei denen 6 fehlt mir noch die Waffe. Als Beispiel stehen die jetzt hier. Und es dreht sich in dieser Battle Beast Arena alles, was ich neu habe. Und ich möchte auch gleichzeitig den Battle Beast Counter oder den Arena Counter einführen. Hier eingeblendet, ich erkläre es euch. Battle Beast hat 4 Figurenserien. Und zwar 1 bis 3 sind die normalen Battle Beasts mit dem Rubbel-Logo, so wie ihr es hier seht. Und Serie 4 sind auch die Laser Beasts genannt, also die sprich mit dem Sonnenauge. Ja, wie erklärt sich das? Ihr seht links eben Serie 1, 2, 3. Und dann habe ich eben halt 3 Zahlenfelder. Einmal wie viele Figuren ich von jeder Serie habe. Ihr seht, Serie 1 habe ich komplett mit 28 Figuren. Die zweite Zahl rechts daneben bedeutet, wie viele Waffen habe ich von diesen 28 Figuren. Und ihr seht, es sind 22. Das heißt, 6 fehlen. Hier habe ich 6 Felder frei, 6 Figuren stehen. Somit sind das meine 6 Figuren, die noch die Waffe brauchen. Und das ganz rechts, das dritte ist, 28 Figuren gibt es gesamt. So, von Serie 2 und Serie 3 seht ihr, gibt es jeweils 24 Figuren. Und ich habe hier einen Spickzettel, sonst vergesse ich das alles. Ihr seht, Serie 4, die Laser Beasts, habe ich 8 Figuren, 4 Waffen. Und es gibt 36 Figuren. Als kurze Info, ich will gar nicht so tief auf die Battle Beasts eingehen. Serie 1 und Serie 4 sind die einzigen, die in Deutschland erschienen sind. Serie 2 und Serie 3 überall in der Welt, nur nicht in Deutschland. Ja, also hier seht ihr meinen Counter, der wird sich immer füllen. Das wird auch noch ein Update geben, wenn ich euch alles vorgestellt habe, was ich hier heute neu habe. Und ich habe echte Highlights hier, die ich euch zeigen möchte. Und ja, den Anfang macht eine Figur, die ich habe sie einfach mitgenommen. Man hat sie mir für 3 Euro angeboten. Und zwar Swinebore. Swinebore, das ist jetzt eine in gutem Zustand eine Figur, ohne Rubbel-Logo. Aber für 3 Euro, da konnte ich nicht Nein sagen. Und ja, es sind halt Battle Beasts, die 1986 bis 87 erschienen sind. Teilweise 88. Da konnte ich nicht widerstehen und ich möchte die retten. Somit habe ich Swinebore neu und ja, ich freue mich sehr darüber, auch diesen gerettet zu haben. Als nächstes hatte ich einen kleinen Deal über eine Battle Beast Facebook-Gruppe mit einem Sammlerkollegen aus Österreich. Der hat mir einige Waffen angeboten oder beziehungsweise hat einige Waffen verkaufen wollen. 2 Waffen passen perfekt in meine Sammlung. Eine leider nur für die fehlenden Biester. Und zwar habe ich zum einen, ich habe sie jetzt hier noch in der Tüte, die Waffe von Colonel Bird bekommen. Colonel Birds Waffe, eine schöne Axt. Und Colonel Bird wird jetzt mit der Waffe bestückt. Das heißt, der ist jetzt komplett. Und Colonel Bird darf sich jetzt über seine Waffe freuen. Ja, und die zweite Waffe, die hat eine Figur bekommen, die ich doppelt habe, aber das ist gerade das Schöne. Und zwar hat die Danger Dog bekommen.
zeige euch das. Ich habe ihn, also das ist mein Danger Dog. Und ich musste seinem Bruder auch eine geben, denn ich habe festgestellt, wenn ihr sie genau betrachtet, die haben einen Unterschied. Einer hat gelbe Knie und einer hat grüne. Und die grüne ist, wie ich erfahren habe, eine spanische Version der Battle Beast. Also meine erste Variation. Der mit den grünen Knien ist auch etwas dunkler in der Farbe, während der mit den gelben Knien etwas türkiser ist. Ja, und überhaupt ein bisschen andersfarbig. Somit habe ich eine wunderbare Variation und das sind meine Danger Dog Brüder. Jetzt beide bewaffnet, so gehört sich das. Stelle ich mir auch hier hin. So. Was hat mich noch erreicht? Ich habe noch zwei Deals gemacht und also für die Waffen habe ich etwa je 10 Euro bezahlt. Das ist ein normaler Preis für Waffen, also man kann übertreiben, aber 10 Euro etwa pro Waffe ist wirklich akzeptabel. So, dann gab es noch einen Deal, den ich auch über Kleinanzeigen und da war ich super erstaunt. Da hat einer, was habe ich bezahlt, etwa 18 Euro für 3 Battle Beasts. Und die Battle Beast sind einmal und leider hat keiner davon ein Logo, also kein Rubbellogo. Und zwar einmal habe ich Killer Carp bekommen. Den habe ich bereits, aber der war mit drin. Aber was mich wesentlich mehr begeistert hat, ist, da waren 2 Battle Beasts dabei von Serie 2. Und zwar einmal Eager Beaver, ein Biber, den habe ich überhaupt noch nicht. Das ist Serie 2, Wahnsinn. Waffenlos, aber Figur zu haben, ist wirklich klasse. Und ja, ein Battle Damaged, kann man so sagen, weil ihm leider ein Ohr fehlt, einen Armored Armadillo. Sind echt coole Figuren, die sind richtig detailliert. Auch die Figuren der Serie 2 sehen richtig klasse aus. Der Biber richtig toll geworden mit den Details als im Gesicht und auch Armored Armadillo, das Gürteltier, das sieht richtig klasse aus, also wirklich sehr gut gelungen und ja, das Ohr fehlt, aber ja, es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres. Gefallen mir wirklich sehr, sehr gut und ja, machen sich jetzt wunderbar in meiner Battle Beast Sammlung. Und zum Abschluss eigentlich fast, ja, ich kann jetzt so sagen, ich ergänze jetzt meinen Counter, denn jetzt habe ich ja neue Figuren. Also Battle Beast Counter, das ist der alte Arena Counter, jetzt zum neuen. Ihr seht, eine Waffe habe ich hinzubekommen, im Sinne von 22 Waffen. Bei Serie 1 habe ich jetzt 23 und ja, von Serie 2 sind jetzt 2 Figuren hinzugekommen, also 2. Ja, der Counter, das heißt 22 Figuren fehlen noch und 24 Waffen. Aber alles hat seinen Anfang. Genau. Und jetzt kommt ein echtes Highlight, was ich bekommen habe. Kann es kaum glauben. Es ist ein echter Schatz für mich als Battle Beast Fan. Ich habe dafür 50 Euro bezahlt. Und das ist ein Schnapper. Es ist ein echter Schnapper. Ich habe bekommen eine Mint Card, kann man fast sagen, von Serie 1. Es ist eine UK oder eine US-Karte, das kann man schwer sagen, weil es die identischen Verkäufe waren. Unterschied zur deutschen Karte ist lediglich, dass Serie 1 drauf geschrieben ist. Drin sind 2 Figuren in wirklich Top-Zustand. Und zwar einmal Sly Fox und Rubberneck Giraffe. Die Verpackung hat ganz leichte Mängel hier an der einen Seite, ein bisschen angeknickt. Und ja, ansonsten top, hin vorne und hinten, absolut genialer Zustand. Bekommt von mir noch eine wunderbare Hülle. Interessant ist, das wusste ich nicht mehr, es ist ja auch ewig lange her, seit ich meine Battle Beasts gekauft habe. Man kann es sehen,
Die Waffen waren mal mit Tesafilmstreifen in die Seiten festgeklebt. Das hat sich aber gelöst. Man kann noch erkennen, dass sie da mal drin steckten. Somit fliegen die Waffen so ein bisschen rum. Ist nicht schlimm. Und wo man auch aufpassen muss, bei Sly Fox sieht man, dass das Robe-Logo sich wohl etwas gelöst hat. Es ist nicht ganz gerade drauf. Aber es sieht top aus. Ich bin völlig begeistert. Und ich meine, auch an Karte zu bekommen. Für den super geilen Kurs. Wahnsinn. Ich möchte natürlich auch gerne noch mal in Deutsch von beiden Serien, von den Sonnengladiatoren, also Serie 4 mit den Laserbeast und auch den klassischen, gerne würde ich eine so und Card haben. Werden auch nicht geöffnet, das bleibt so. Das bekommt noch eine schöne Box und ja, ich bin absolut happy. So, legen wir hier hin. Das kann weg. Ja, und das war jetzt die erste Ausgabe von Battle Beast Arena. Rund um meine Battlebeast-Sammlung mit meinen Neuheiten. Ja, und das soll es gewesen sein. Ich freue mich über Likes, ein Abo. Kommentiert und schreibt mir, wie ihr das neue Format findet. Und wenn ihr Fragen zu Battlebeast habt, bitte rein in die Kommentare. Oder wenn ich etwas Besonderes zeigen möchte. Ich habe schon von einigen Battlebeasts, wie zum Beispiel von Killer Carp, hier jetzt verlinkt, Einzelvideos gemacht. Es werden auch noch weitere Folgen. Ich überarbeite gerade diese kleinen Mini-Videos, wie ich sie vorstellen möchte, so ein bisschen verändert. Und ja, darauf könnt ihr gespannt sein. Battlebeast wird so ein kleines Thema. Es wird nicht regelmäßig, denn so oft bekomme ich nicht neue Battlebeasts. Das heißt, immer wenn ich was Neues habe, so ein bisschen, dass sich so ein kleines mäßig bisschen angesammelt hat, wird so eine kurze Battlebeast Arena-Folge kommen. Ansonsten, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.